So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick Guide, wo ich euch gerne helfen würde, euer erstes oder was weiß ich wie vieles Drachenmount relativ schnell, problemlos und mit ein bisschen Glück natürlich zu farmen. Wir nehmen den Schurken, das geht am schnellsten mit der eben eingeblendeten Skillung und betreten den Vortex-Gipfel auf dem Schwierigkeitsgrad normal in Uldum. Cataclysm Dungeon, also mindestens Stufe 90 sein, das wäre angebracht, um mit MOP dann quasi Add-on-mäßig das einfach auch schaffen zu können. Wenn ihr echt nur 90 seid, braucht ihr unter Umständen die doppelte Zeit, kann dann ein bisschen dauern. Mit unserer Skillung setzen wir auf pure Geschwindigkeit, schaffen das deswegen in unter 2 Minuten, wenn wir besonders gut durchkommen in 1,5 und schaffen es auch jeden Boss relativ easy zu one-hitten. Warum gehen wir in Normal rein? Ganz einfach, und das ist schön am Vortex-Gipfel und auch am steinernen Kern, da droppen die zweiten Bosse sich selbst als Mount, und zwar nicht nur in Hero, sondern auch im Normal-Modus. Und beim Vortex-Gipfel ist es noch am schönsten, denn wenn wir den zweiten Boss down haben und er droppt sich nicht, dann müssen wir nicht depressiv runterspringen und sterben, sondern wir können depressiv runterspringen und werden zum Instanzeneingang oder in diesem Fall Ausgang zurückgeportet. Wir gehen raus, machen Rechtsklick auf unser Porträt, setzen alle Instanzen zurück und drin lebt wieder alles, also gehen wir wieder rein. Und noch ein Try. Das können wir beliebig oft wiederholen. Allerdings, um diese Mechanik nicht auszureizen, sperrt uns Blizzard dann irgendwann das Dungeon-Gehen für einen kleinen Moment, wenn wir es zu oft machen. Irgendwie 10 Mal in 3 Minuten, so um es mal zu übertreiben. Dann habt ihr keine Accountsperre, keine Angst, ist nichts Negatives, geht auch relativ schnell wieder weg. Ihr könnt dann nur nicht in diesen Dungeon nochmal quasi relativ oft rein, um das eben komplett zu überreizen. In diesem Fall. Der heulende Windstoß, hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn ihr keine Fähigkeit wie ich habt, wie den Mantel der Schatten, um Magieschaden komplett zu negieren und zu ignorieren, dann die Dinger kurz angreifen, dass sie aufhören zu wirbeln, denn sonst, wenn die euch treffen, und das kann passieren, auch wenn die Mobs hier ausgegraut sind, dann werdet ihr von der Plattform gekickt und steht auch wieder am Anfang, ohne den Mountboss auch nur gesehen zu haben. Relativ blöd gelaufen. Wir greifen den guten Drachen an, der sich genau in dieser Form auch selbst droppen kann. Hat er leider nicht. Das heißt, depressiv wie wir sind, in den Tod, aber ja, nicht tief genug, nochmal versuchen, und dann landen wir eben im Instanzen, ja, Ausgangsportal direkt davor. Ich drücke euch die Daumen, dass es Mount droppt. Hoffe, das ist eine schöne Beschäftigung, wenn ihr mal wieder auf eine Pizza warten müsst oder auf den Invite für den Raid oder fürs Rated BG, oder lasst da einfach einen Twink stehen und immer, wenn ihr einen Abend alleine habt und euch das Bierchen auch mal alleine vom Rechner schmecken lasst, dann einfach mal eine Runde farmen. Und die Dropchance ist natürlich beschissen, wie es so ist, aber kann sich lohnen, ist ein schöner Drache. Und ja, ich drücke euch einfach die Daumen, dass es droppt. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann immer gern in die Kommentare. Ich freue mich ja über alles, was hier bei mir ankommt, und hoffe, euch hat's gefallen. Ich drücke euch die Daumen, wie gesagt, bedanke mich fürs Zusehen, und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein, tschau!